Herzlich willkommen zu Folge 3 dieser Serie YOLO-Modelle selber trainieren. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit den ersten beiden Kapiteln, wo es ja erstmal darum ging, zu erfahren, was ist eigentlich so ein Basiswissen, was ich brauche für das ganze Training und wie erzeuge ich mir Daten und bin auch in der Lage, diese Daten zu labeln, also sprich die Objekte zu markieren, sogenannte Annotation, aber auch die entsprechenden Objekte dann auch zu benennen, sodass ich mir mein eigenes Modell dann auch erstellen kann. Und genau da sind wir heute. Das heißt, wir haben die Daten vorliegen, wir haben die Daten entsprechend gelabelt, die Annotationen sind durchgeführt. Und jetzt wird es spannend. Jetzt sind wir wirklich an dem Punkt, dass wir mit einem vortrainierten Modell, was aber keinen Connected Layer hat, das bedeutet, wo nicht daraus hervorgeht, ist entsprechend hier das hier ein BMW M4 oder ist das hier ein Audi RS5, sondern wo wir wirklich in der Lage sein müssen zu sagen, Auto hast du erkannt, super, und jetzt sagen wir BMW oder Audi, und genau das werden wir machen. Das bedeutet, die Folge wird sich ein bisschen aufteilen. Auf der einen Seite ein bisschen Hintergrundwissen, auch beim Training noch zu vermitteln. Aber vor allen Dingen gehen wir in die Praxis. Und ihr habt natürlich auch die Möglichkeit, das Ganze auch selber durchzuführen. Es gibt eine kleine Anleitung dazu, wie ihr aus dem GitHub-Repository die entsprechenden Daten runterladen könnt, die entsprechenden Skripte runterladen könnt, damit ihr das Training einfach selber auch nachvollziehen könnt. Wenn ihr auch bereits andere Videos gesehen habt, hier auf wiegehtki.de, zum Beispiel das Thema Objekterkennung, Gesichtserkennung, Thema Zoonminder, dann werdet ihr feststellen, dass die Skripte sehr ähnlich sind. Ich habe sie ein bisschen erweitert, sodass wir jetzt in der Lage sind, auch vortrainierte Modelle, die sogenannte Merkmalextraktoren beinhalten, also sprich Gewichtungen, die es mir erlauben, zu erkennen, dass es sich beispielsweise um ein Fahrzeug handelt, denen aber der Fully Connected Layer fehlt. Das heißt, wirklich zu sagen, das ist eine Klassifizierung auf den Audi oder den BMW. Insofern gehen wir jetzt in dem Training genau dieses Thema an. Wie erzeuge ich mir diesen Fully Connected Layer? Unter Ausnutzung der vortrainierten Merkmale, also sprich den Merkmalextraktoren. Und dann sollten wir schon mal in der Lage sein, ein ordentliches Modell zu erzeugen. Und genug der Worte, ich würde sagen, wir fangen da jetzt mal an. Wir haben zunächst mal Daten erzeugt, also sprich, wir haben den Video gemacht, haben dann die einzelnen Bilder dort extrahiert, also die Frames exportiert, haben das Ganze organisiert. In unserem Beispiel ist es einfach nur ein Verzeichnis, in dem wir die Bilder dann entsprechend abgelegt haben. Wir haben sie gelabelt und jetzt kommen wir an das Thema Training. Jetzt ist der Moment, der spannend ist, wo wir also wirklich erreichen wollen, dass das Fahrzeug, was wir jetzt hier gelabelt haben oder die Fahrzeuge, die wir gelabelt haben, auch wirklich erkannt werden können. Und insofern können wir uns dann jetzt aufs Training einstellen. Bevor wir das in echt durchführen, gibt es noch so ein paar Themen, die ich vorher mit euch nochmal hier besprechen möchte, damit ihr noch einen besseren Überblick habt, was das Training jetzt eigentlich alles maßgeblich beeinflusst, welche Konfigurationsparameter es gibt und welche Vorbereitung ihr auch dort treffen müsst. Insofern starten wir da mal rein und dann gehen wir auch in die Praxis. Wichtig ist zu verstehen, wie wir trainieren. Trainings können grundsätzlich auf zwei verschiedene Arten erfolgen. Ihr könntet natürlich einmal sagen, ich habe überhaupt keine Kenntnis für irgendwas und ich trainiere jetzt ganz gezielt zwei, drei, was, wie viel auch immer Klassen ihr so habt, und die trainiert ihr von Grund auf. Das Problem ist, dass ihr dafür extrem große Datenmengen braucht und dass das auch sehr lange dauert, weil das Netz wirklich dumm ist, auf gut Deutsch gesagt. Und ihr müsst wirklich alles, was es an Wissen da irgendwie geben soll, also sprich die Gewichtungen, wir erinnern uns auch an den Video Basiswissen neuronale Netze oder auch an den Video mit den Convolutional Neural Networks, dann fange ich da wirklich von vorne an. Das ist nicht unbedingt immer sinnvoll, weil ihr auch sehr hohe Rechenleistungen braucht, um erstmal dieses grundsätzliche Verständnis in Anführungszeichen in das Modell für die Objekte reinzubekommen. Und das kann, wie gesagt, sehr lange dauern, braucht sehr viel Rechenleistung, damit auch höheren Strombedarf und, und.
Das ist auch gar nicht notwendig. Denn was wir machen können, ist Folgendes. Wir benutzen ein vortrainiertes Modell. Das heißt also eine Gewichtungsdatei. In unserem Beispiel ist das die darknet53.conf für convolutional.74. Und diese Gewichtungsdatei, wenn man so will, auch das Modell, sozusagen ein vortrainiertes Modell, das hat schon einige Kenntnisse darüber, wie bestimmte Objekte entsprechend aussehen müssen. Man nennt das auch vortrainierter Merkmalextraktor und kann dann entsprechend für YOLO verwendet werden. Man ist mal hergegangen und hat eben von Grund auf ein solches Modell eben trainiert auf Basis des ImageNet-Datensatzes. Der ImageNet-Datensatz, den kann man sich wie so eine Datenbank vorstellen. In der Datenbank sind Bilder enthalten, ungefähr davon 14 Millionen, ein bisschen mehr. Die sind von Hand dokumentiert worden, also was ist darauf entsprechend zu sehen. Und insgesamt wurden 20.000 Kategorien gebildet. Die sind in englischer Sprache und dann wurden daraus die entsprechenden Objekte trainiert. Ihr seht schon 14 Millionen Bilder, das ist schon viel, sogar noch ein Ticken mehr. Und da könnt ihr euch schon vorstellen, dass das wirklich sehr lange dauert, ein solches System damit vorzutrainieren. Aber jetzt wollen wir ja nicht irgendwas aus diesen 20.000 Kategorien irgendwie nutzen, sondern wir wollen ja sagen, das ist jetzt ein Audi oder das ist ein BMW in unserem Beispiel. Was wir jetzt hier machen, ist Folgendes. Wir nutzen jetzt also diese Datei, diese Gewichtung, die jetzt hier vortrainiert ist und können damit die sogenannten Merkmale extrahieren. Das heißt, das System als solches kann schon mal mit diesen vortrainierten Merkmalen erkennen, okay, das ist jetzt beispielsweise ein Auto. Was aber fehlt, ist die eigentliche letzte voll verbundene Schicht. Ihr seht das hier nochmal auch mit dieser grünen Box nochmal gezeichnet. Das ist jetzt hier nicht zwingend 100% passend für das Training, was wir machen, aber das ist aus dem Video, was ich gemacht habe, um nochmal ein bisschen Hintergrundwissen zu geben, wie YOLO funktioniert. Und je nachdem, welche Version von YOLO ihr verwendet, kann das hier natürlich so ein bisschen anders ausschauen. Aber das ist jetzt mal ein Beispiel, nicht notwendigerweise exakt das, was wir verwenden. Aber darum geht es jetzt auch gar nicht. Entscheidend ist zu sehen, es gibt diese grüne Box, das ist diese voll verbundene Schicht. Und die gibt mir dann auch aus, jawohl, das hier ist jetzt ein BMW M4 oder ja, das ist ein Audi RS5 in unserem Beispiel jetzt hier. Und was wir jetzt mit dem Training machen ist, wir nutzen auf der einen Seite das vortrainierte Modell, damit wir diese Merkmale und so weiter uns da schon gar keine Gedanken mehr drüber machen zu müssen, wie die jetzt dort rausgezogen werden, sondern das ist schon gegeben. Aber wir sagen ihm, wenn du hier dieses Auto erkennst, das ist ein Audi, das ist ein BMW und dann ist es eigentlich eine ziemlich gute Geschichte und ich erreiche exakt das, was ich möchte. Das ist mal hier dazu zu sagen und insofern, wenn wir diesen Vorgang beendet haben, haben wir dann auch wirklich ein final trainiertes Modell. Wenn ihr das Training jetzt mit einem YOLO V4 beispielsweise durchführen wollt und nicht YOLO V3, ich habe jetzt hier die Entscheidung getroffen, ich möchte gerne mit YOLO V3, könnt es natürlich auch mit V4 machen. Dann könntet ihr beispielsweise hier diese Datei runterladen, YOLOV4.conf, CONV steht für Convolution, Punkt 137 ist die Anzahl der Schichten. Wenn ihr das runtergeladen habt, dann könnt ihr die entsprechende Config-Datei dafür nutzen. Ihr müsst immer darauf achten, dass die Config-Datei mit den Schichten, die dort angegeben sind, auch mit dem vortrainierten Modell in dem Beispiel oder der Datei mit den Gewichtungen übereinstimmt. Und dann könnt ihr das entsprechend trainieren, also sprich der Fully Connected Layer ausbilden, sodass er wirklich auch eine Objekterkennung durchführen kann. Interessant ist zu sehen, dass dieses vortrainierte Modell hier mit dem sogenannten COCO-Datensatz trainiert wurde. Der COCO-Datensatz ist von Microsoft und bedeutet Common Objects in Context. So, was heißt das? Das bedeutet, dass man hier im Gegensatz zu anderen Datensätzen nicht ein einzelnes Objekt genommen hat. Ihr seht hier zum Beispiel auf der rechten Seite dieses linke der beiden Bildern mit einer Katze drauf. Und dass man dann eben gesagt hat, okay, das ist eine Katze und davon nimmt man jetzt ganz viele und dann trainiert man eben Katzenbilder. Sondern dass man ganz bewusst gesagt hat, wir wollen Alltagsbilder. Und auf diese Alltagsbilder führen wir eine semantische Segmentierung durch. Und ihr seht das hier auf der rechten Seite. Ich habe das jetzt mal eingefärbt. Ihr seht auf dem rechten Bild,
Das ist ein komplexes Bild. Da ist eine Katze drauf, da sind Felsen drauf, da sind Pflanzen drauf, da sind Blumen drauf, die Blumen in unterschiedlichen Farben, da ist Erde drauf und vieles andere mehr. Ein typisches Gartenbild in dem Beispiel. Und das unterscheidet sich jetzt wirklich von anderen Datensätzen, wo ich immer nur ein spezielles Objekt trainiere, sondern hier habe ich jetzt wirklich verschiedene Objekte drauf. Die Idee hinter dem Coco-Datensatz ist, dass die Bilder so aufgebaut sein sollen, dass auch wirklich ein Vierjähriger beispielsweise alles erkennen kann, was darauf zu sehen ist. Insofern hat jetzt der Coco-Datensatz insgesamt 91 Objektklassen und insgesamt sind es 328.000 Bilder ungefähr und darauf sind insgesamt 2,5 Millionen, wir nennen das Instanzen, aber das sind im Grunde jetzt die verschiedenen Objekte, zu sehen, also sprich gekennzeichnet, die dann trainiert werden. Grundsätzlich ist zu sagen, wenn ihr Datenmaterial habt, welches nicht in einem dieser Datensätze irgendwo vortrainiert werden kann, dann müsst ihr von Grund auf neu trainieren oder es kann einfach sinnvoll sein, dass ihr von Grund auf neu trainiert. Also Beispiel, was ich hier auf der Folie habe, Luftaufnahmen, Dokumente und so weiter. Aber es gilt auch hier die Regel Garbage in, Garbage out. Das heißt, ihr müsst wirklich sicherstellen, dass die Datenqualität, die ihr benutzt, um ein solches Modell wirklich von Grund auf neu zu trainieren, dass die Daten entsprechend vorhanden sind, sowohl in der Menge als auch in der Qualität, sodass ihr auch ein gutes und sehr gutes Ergebnis bekommt. Grundsätzlich, wenn wir hier diese Anzahl der Schichten sehen, dann war es ja so, dass wir jetzt bei YOLO-V3 beispielsweise 74 Schichten hatten. In dem Beispiel sind es jetzt 137 unter YOLO-V4. Da gibt es eine Daumenregel. Man kann grundsätzlich sagen, je mehr Schichten ich habe, umso besser, umso präziser kann ich die Objektdetektion durchführen. Aber umso langsamer ist sie auch. Und das ist natürlich auch logisch, weil ich natürlich von einer Schicht zur anderen Informationen weitergebe, die dort auch wieder prozessiert, sprich verarbeitet werden. Und dann muss ich natürlich irgendwann zu einem Ergebnis kommen. Und je mehr Schichten ich habe, umso länger dauert dieser ganze Vorgang. Auch wenn das vielleicht nur Millisekunden sind, aber das summiert sich natürlich dann schon. Umgekehrt gilt, um schneller zu sein, kann ich beispielsweise mit weniger Schichten arbeiten. Das ist natürlich in Anführungszeichen schlechter, da unpräziser. Das heißt, die Objekte kann ich nicht so gut erkennen. Aber wie schon gesagt, es ist schneller. Auch hier hängt es wieder von dem Anwendungsfall ab. Also wenn ihr jetzt wie in unserem Beispiel diese Autorennbahn, wenn ihr dort die Fahrzeuge erkennen wollt, dann weiß man jetzt schon, die werden mit einer verhältnismäßig hohen Geschwindigkeit dort ihre Runden drehen. Das heißt, wir wollen eigentlich hier eine schnellere Erkennung und dadurch, dass wir aber bei den Fahrzeugen nur zwei verschiedene Klassen haben, in dem Beispiel der Audi und der BMW, ist der Trainingsaufwand und auch die Erkennung nicht so kritisch. Wenn wir jetzt erkennen wollten, wie viele Radmuttern hat denn hier noch jedes Fahrzeug und welche Farbe hat der Türgriff oder welche Form hat der Rückspiegel, dann wird es schon schwieriger. Also dann muss man natürlich sich schon überlegen, wie man solche Details hier erkennen kann. Also sprich, wie das Training und auch das Modell dann dafür aufgebaut ist. Kann man alles machen, ist dann halt entsprechend ein anderer Ansatz. Hier wollen wir schnell sein, also sprich, wir wollen eine hohe Anzahl an Bildern pro Sekunde verarbeiten oder auch Frames per Second auf Englisch. Und wir wollen grundsätzlich erkennen, um welchen Typ Fahrzeug es sich hier handelt, von welchem Hersteller, welches Modell. Das ist es. Und wenn wir mehr in die Detailtiefe rein wollen, dann müssen wir uns gegebenenfalls auch hier vom Training her noch was anderes überlegen. Wollen wir nicht machen. Insofern denke ich, lassen wir es hier gut sein. Ihr solltet einfach die Unterschiede kennen und immer euren Anwendungsfall im Hinterkopf behalten. Was wollt ihr eigentlich erreichen? Macht ein vortrainiertes Modell Sinn? Ja, nein. Und welches benutzt ihr? Sprich, mit welcher Geschwindigkeit und welche Qualität bei der Bilderkennung wollt ihr eigentlich dann auch tatsächlich am Ende erreichen können? So, wie schaut das jetzt aus für den Ablauf des Modelltrainings? Zunächst mal, wir haben die Datenaufbereitung erledigt. Also wir haben ein Video, wir haben die Bilder, sprich die Frames exportiert und wir haben sie dann auch gelabelt, in unserem Beispiel jetzt mit Label Image. Die entsprechenden Daten, die Bilddaten und auch die Labeldaten stehen in einem bestimmten Unterverzeichnis. In dem Beispiel, was ich jetzt hier gewählt habe, unter Training-IMG für Images, Schrägstrich und dann der jeweilige Name.jpg bzw. .txt.
Das kann natürlich bei euch unterschiedlich sein. Insofern müsst ihr da einfach gucken, was für euch da am passendsten ist. Dann haben wir das eigentliche YOLO-Training. Und damit wir das durchführen können, brauchen wir natürlich eine Konfigurationsdatei im Verzeichnis CFG unterhalb von Darknet. Ich gehe gleich nochmal auf die Parameter drauf ein, die wir in der CFG-Datei setzen können und auch setzen sollten, damit ihr ein Gefühl dafür bekommt, wie ihr das Training damit auch beeinflussen könnt. Das YOLO-Training greift jetzt auf verschiedene Dateien zu. Zum einen geht das System davon aus, dass unter dem Verzeichnis darknet/data/object.data verschiedene Informationen existieren. Also die Datei object.data oder obj.data gibt einmal Informationen an, um wie viele Klassen handelt es sich. In unserem Beispiel sind es zwei, Audi und BMW, also zwei Klassen, die wollen wir trainieren. Wir sagen ihm, welche Informationen benutzen wir für das Training, sprich welche Bilder und welche Informationen nutzen wir zum Validieren. Das bedeutet, Training findet einmal statt mit Informationen, bei denen wir dem Netzwerk sagen, schau mal, so schaut das grüne Auto aus, sprich der Audi, und so schaut das blaue Auto aus, sprich der BMW, und davon hast du jetzt hier ganz viele Bilder. Das Netz muss aber dann auch immer wieder validieren, ob das Ganze auch tatsächlich funktioniert, ob das, was trainiert wurde, auch erkannt werden kann. Und das macht es dann mit unbekannten Daten, die nicht Bestandteil dieses Trainingsdatensatzes sind, sind eben Testdaten. Der Aufbau ist identisch, also Train.txt und Test.txt ist identisch vom Aufbau her insgesamt. Aber bei dem einen weiß das System, okay, hier nutze ich jetzt die Informationen, die mir beim Labeln gegeben wurde. Und im anderen Fall prüfe ich einfach, ob das, was erkannt werden soll, ob ich das auch erkennen würde. Und so ist das im Grunde gemacht. Und der Anteil von Train und Test sind etwa 30% für Test. Also das heißt, wenn ich jetzt 100.000 Bilder hätte, dann würde ich etwa 30.000 benutzen, um das System zu testen, ob das, was es trainiert hat, auch tatsächlich funktioniert. Das bedeutet, dass wir hier beim Trainieren das Bild verarbeiten, dass wir die Datei mit den Labelinformationen verarbeiten. Und wenn das System die Testdatei verarbeitet, dann weiß es, um welches Objekt es sich handeln müsste und kann prüfen, ob das, was es erkannt hat, mit dem, was es sein müsste, übereinstimmt. Und falls nicht, gibt es eine Abweichung dazu. Und später machen wir das natürlich mit komplett unbekannten Daten. Das heißt, wir haben dann einfach nur einen Videostream oder wir haben ein Bild und sagen ihm, was ist auf dem Bild drauf? Und dann sagt er halt, okay, das ist ein Audi oder das ist ein BMW in unserem Beispiel jetzt hier. Dann brauchen wir natürlich die Namen dazu. Die sind eben mit dem Parameter Names entsprechend hier auch angegeben. Das heißt, die Datei, die man dazu braucht, heißt obj für Object.names und beinhaltet letzten Endes die Informationen für die zwei Klassen, die wir haben. Also in dem Beispiel jetzt Audi RS5 und BMW M4. Dann haben wir als letztes noch das sogenannte Backup-Verzeichnis. Das Backup-Verzeichnis hat den Hintergrund, dass während des Trainings immer wieder Gewichtungen gebildet werden. Das heißt also, nehmen wir an, wir haben 6000 Durchläufe. Man nennt das auch Iterationen, kommen wir aber auch gleich noch dazu. Dann werden nach 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000 und dann, wenn es fertig ist, entsprechend diese sogenannten Gewichtungen gebildet. Die heißen dann auch Punkt 1000, Punkt 2000, zeige ich euch auch gleich. Und der Hintergrund dafür ist ganz einfach, dass ihr dann auch mit den Dateien auch ein bisschen rumspielen könnt. Und die werden einfach in diesem Backup-Verzeichnis gespeichert. Das heißt, da liegt auch hinterher das finale, das fertige Modell drin, welches ihr dann wiederum benutzen könnt, um dann eben auch solche Objekte zu erkennen. So, das erstmal als Hintergrund für die Dateien, die ich dort brauche. Was jetzt passiert während des YOLO-Trainings? Wir haben einerseits diese vortrainierte Datei, darknet53.conf.74, und da trainieren wir jetzt quasi die Daten mit dazu, um diesen Fully Connected Layer, den Ausgabelayer oder auf Englisch Output, hier zu erzeugen und das Ganze dann als trainiertes Modell unter Backup abzuspeichern. Das Training kann dann mit dem Befehl, den ihr hier unten seht, gestartet werden. Da kommen wir dann aber auch gleich noch dazu, wenn wir das dann eben dann auch durchführen und dann damit auch dann eben experimentieren. Gehen wir auch das dann nochmal durch. Aber zunächst schauen wir uns jetzt mal die Konfigurationsparameter mal an, damit wir da wirklich wissen, was wir da eigentlich einstellen können. In dem Beispiel, was ich hier verwende,
sind das die Konfigurationsparameter speziell jetzt hier für YOLO V3. Jetzt könnt ihr euch natürlich fragen, warum jetzt hier gerade V3, es gibt doch schon V4 oder ich möchte vielleicht auch V2 benutzen. Also zunächst mal ist festzuhalten, dass das alles sehr ähnlich ist. Also die Parameter, die ich jetzt hier bei einem V3 einstellen kann, sind recht ähnlich mit einer V4 und anderen. Der Punkt dabei ist, ihr müsst auch immer mal ausprobieren, ob das, was ihr erreichen wollt, möglichst effektiv mit einer speziellen Version zu erreichen ist. Wenn ihr euch hier die Videos auf wgki.de mal angesehen habt, dann habt ihr gesehen, dass man speziell im Bereich YOLO verschiedene Versionen hat, die sich auch etwas unterscheiden in ihrer Fähigkeit, größere, kleinere Objekte zu erkennen und zu detektieren, als auch in der Geschwindigkeit, in der das durchgeführt werden kann. Insofern einfach auch hier ein bisschen experimentieren. Nicht immer ist die neueste Version exakt die beste Version, sondern es hängt schlichtweg vom Anwendungszweck ab, den ihr da verfolgt. In dem Beispiel habe ich das gemacht und habe jetzt herausgefunden, YOLO V3 passt für mich hier eigentlich sehr gut. Aber es geht hier um die Parameter und da gehen wir das jetzt einfach mal kurz durch. Ihr seht jetzt hier einen Eintrag Batch, und also den Batch-Parameter, und der gibt die beim Training verwendete Batch-Size an. Batch-Size ist ein Begriff, den ihr häufig im Internet auch vorfinden werdet. Auf Deutsch Batch-Größe oder Stapelgröße und auf Englisch eben Batch-Size. So, worum geht's da? Ihr müsst euch nochmal diesen Trainingsprozess vor Augen führen. Und da ist es ja so, das System geht quasi Bild für Bild entsprechend durch. Und dadurch werden eben diese Gewichtungen gebildet und auch abgespeichert. Ihr erinnert euch noch, Gewichtungen, Thema Basiswissen neuronale Netze beispielsweise. Und je mehr Bilder er verarbeitet, umso mehr und genauer werden diese Gewichtungen. Das heißt, umso besser ist er auch in der Lage, dann auch solche Objekte zu erkennen. Und je mehr ich trainiere, umso besser funktioniert das. Kann natürlich ein bisschen gefährlich sein. Wenn ich zu viel trainiere, dann erkennt er irgendwann nur noch die Trainingsdaten, also dieses sogenannte Overfitting. Gibt es auch ein Video dazu, würde ich auch nochmal empfehlen. Gibt es auch diesen Playground, den ich dort ins Leben gerufen habe, auf ml.wgki.de. Da könnt ihr das auch mal so ein bisschen von Hand mal durchspielen. Aber kommen wir zurück. Es macht also nicht Sinn, dass ich alle Bilder, die ich habe, und es können sehr viele sein, irgendwie versuche zu laden und die auf einmal durchzutrainieren. Dann wäre ich ja nach einem Prozess dann sozusagen fertig. Sondern es macht Sinn, die nacheinander entsprechend zu verarbeiten in bestimmten Größen, um halt hier die Gewichtung möglichst gut aufbauen zu können. So, und diese Batch Size gibt jetzt im Grunde an, wie viele davon will ich auf einmal verarbeiten, in einem Durchlauf verarbeiten, um genau zu sein. Also ein Durchlauf heißt eine Iteration. In dem Beispiel, wenn 64 Bilder abgearbeitet sind, dann habe ich eine Iteration geschafft, einen Durchlauf geschafft. Dabei kann es natürlich jetzt ein Problem geben, nämlich ihr habt möglicherweise nicht genügend Speicher auf eurer Grafikkarte, mit der ihr dann diese Berechnung eben durchführt. Dann habt ihr natürlich ein Problem. Dann habt ihr zwar hier irgendwie eine Batch-Size von 64 eingetragen für einen Durchlauf. Und das ist auch gut und wichtig, weil er dann diese 64 Bilder wirklich benutzt, um daraus schon mal Gewichtungen zu berechnen. Aber trotzdem, wir kriegen es nicht in einem Aufwasch in die GPU rein, damit es auch bearbeitet werden kann. Und dafür gibt es jetzt eine Variable, die nennt sich Subdivisions. Und die kann man entsprechend so einstellen, dass diese 64 durch Subdivisions geteilt wird. Und das ist dann die Anzahl der Bilder, die man dann verarbeiten kann. In dem Beispiel konkret, ich habe also jetzt hier eine Batch-Size von 64 und habe eine Subdivisions von 16. 64 geteilt durch 16 sind 4. Das bedeutet, dass ich jetzt hier entsprechend diese 4 Bilder verarbeiten kann und damit dann das Ganze eben 16 Mal mache und dann habe ich einen Durchlauf, nämlich dann quasi ein Batch-Size mit 64 dann auch erreicht. Um das nochmal zu verdeutlichen. Grundsätzlich ist es natürlich schon so, wenn ich jetzt diese 64 Bilder hätte und ich könnte sie theoretisch auf einmal verarbeiten, dann hätte ich natürlich hier bei 64 Bildern schon mal eine sehr schöne Berechnung der Gewichtung. Also es ist schon mein Ziel, möglichst viele Bilder auf einmal verarbeiten zu können. Maximal die Größe, die ich im Batch habe.
Es macht wiederum keinen Sinn, alle Bilder, die ich habe, auf einmal zu verarbeiten, unabhängig davon, ob das gehen würde mit Speicher oder nicht. Das ist wiederum nicht gut, denn dann hätte ich nur einmal Gewichte gebildet und die könnten stimmen oder könnten auch nicht stimmen. Also, steter Tropfen höhlt den Stein, gilt auch beim Training. Je häufiger ich Bilder trainiere, umso besser werde ich. Das ist der eine Punkt. Aber trotzdem gibt es eine Mindestmenge, die ich trainieren sollte, damit die Gewichtung, die da rauskommt, trotzdem vernünftig ist. Und dafür gibt es eben diese Batch Size. Und aufgrund der Restriktionen, dass meine Karte, die ich verwende, möglicherweise trotzdem diese Batch Size nicht wirklich verarbeiten kann, muss ich es hier dann doch nochmal unterteilen. Da aber mein Bestreben grundsätzlich darin besteht, im Idealfall diese 64 Bilder wenigstens irgendwie reinzubekommen, fange ich bei Subdivisions mit dem Wert von 1 an. Also 64 durch 1 sind 64. Das heißt, ich würde 64 Bilder versuchen, hier in die GPU reinzubekommen, um mein Training mit 64 Bildern schon mal starten zu können. Wenn das nicht funktioniert, werdet ihr einen Fehler bekommen. Dann sagt er, er ist out of memory, kein Speicher mehr, etc. Dann erhöht ihr den Wert wieder und sagt, Subdivisions ist 2. Dann würde er 64 geteilt durch 2 32 Bilder versuchen reinzubekommen. Wenn das geht, ist das super. Wenn nicht, müsst ihr es wieder erhöhen. Und ihr erhöht das jetzt immer um das Vielfache von 2. Also 1, dann die 2, dann die 4, dann die 8, dann die 16. Und der Batch Size sollte immer durch Subdivisions auch wirklich teilbar sein. So, und dann komme ich irgendwann an einen Wert, der dazu führt, dass das System diese Anzahl der Bilder verarbeiten kann. Wenn das irgendwie auf Subdivisions 64 steht, also Batch Size ist 64, durch 64 wäre ein Bild, ist auch nicht so gut, dann versucht diese Batch Size zu verändern. Dann macht ihr die Batch Size mal auf 24 beispielsweise. Und bei Subdivisions geht das Spiel wieder von vorne los. 1, 2, 4 und so weiter. So dass ihr es irgendwie schafft, möglichst viele Bilder, die dieser Batch Size entsprechen, auch wirklich reinzubekommen. Das zu verstehen ist wirklich ganz wichtig. Insofern wiederhole ich es nochmal. Ihr habt, sagen wir, 100.000 Bilder. Die können wir nicht auf einmal in ein System reinladen, weil er würde, selbst wenn wir es könnten, würden wir nur einmal einen Trainingslauf haben und würden glauben, dass diese 100.000 Bilder ein Ergebnis geliefert haben, was in Ordnung ist. Ist es aber nicht. Beim Training zählt die Wiederholung. Also unterteilen wir diese 100.000 Bilder in Einheiten von, in dem Beispiel hier, 64 Bildern. Und immer wenn er 64 Bilder abgearbeitet hat, dann hat er einen Durchlauf beendet. So, wie viele Durchläufe habe ich? Kann man sich ausrechnen, 100.000 durch 64. Dann habe ich meine Anzahl der Durchläufe. Jetzt kann ich auf ein technisches Problem stoßen, nämlich dass die 64 Bilder nicht in einem Schwung verarbeitet werden können. Und dafür gibt es die Variable Subdivisions, die mir hilft, die Batch Size, die ich gerne hätte, irgendwo annähernd in diese Richtung zu bekommen. Dann halt eben nicht 64, sondern 32 oder 16 und so weiter. Das nennt man übrigens auch ein Mini-Batch. Das heißt, ein Mini-Batch ist ein Teil eines gesamten Batches. Seht es mir nach, wenn ich das jetzt hier irgendwie zwei, dreimal wiederhole. Aber es ist wirklich eklatant wichtig, dass man speziell auch jetzt hier diesen Ansatz wirklich versteht. Denn das ist einer der Hauptschlüssel dafür, ob das, was ihr trainiert, hinterher auch vernünftig ist. Ihr werdet zum Beispiel auch solche Kuriositäten feststellen, dass ihr durch das Verändern der Batch Size und das Verändern dieser Subdivisions auf einmal unglaubliche Geschwindigkeitsvorteile erreichen könnt. Ein Training, was vorher 10 Stunden gedauert hat, ist plötzlich in 45 Minuten beendet. Aber die Qualität stimmt häufig dann auch einfach nicht. Und das ist auch einer der Punkte, wo ihr immer wieder dran drehen müsst, ob hier diese Werte so für euch stimmen oder ob ihr die nochmal anpassen müsst. Insofern, wie gesagt, bitte um Nachsicht, wenn ich da so ein bisschen hartnäckig bin, aber es ist ganz wichtig, das hier auch wirklich im Detail sich nochmal vor Augen zu führen. Kommen wir zu weiteren Konfigurationsparametern. In dem Beispiel Width, Height, Channels, Momentum und Decay. Also Höhe, Breite, Kanäle und so weiter. Machen wir zunächst die einfachen Parameter. Die Parameter Width und Height, also Breite und Höhe, geben an, auf welche Größe das Bild vor dem Training skaliert werden soll. Ihr könnt grundsätzlich diese Werte anheben.
also statt 416 mal 416 Pixel auf 608 mal 608 oder höher gehen. In der Regel wird das Training dann auch länger dauern, weil er natürlich dann auch wiederum mehr Informationen hat, die er verarbeiten muss. Achtet darauf, wenn ihr damit spielt, dass ihr immer Werte verwendet, die durch 32 teilbar sind. Das hängt einfach mit den verschiedenen Schichten zusammen, die eben dort hinterlegt sind. Und die können besonders gut damit umgehen, wenn ihr dort Werte habt, die durch 32 teilbar sind. Channel ist recht einfach. Ein Wert von Channel gleich 3 sagt, wir haben RGB-Bilder, das heißt Farbinformation. Könnte ja auch schwarz-weiß sein, aber in dem Beispiel hier verwenden wir Farbbilder. Momentum und Decay ist da ein bisschen komplexer, aber jetzt auch kein Hexenwerk. Wir haben eben ja gesehen, dass es keinen Sinn macht, alle Bilder, die ich habe, also nehmen wir an 100.000, auf einmal zu verarbeiten. Denn dann habe ich nur einen Blick auf die Gewichtung und das war's. Wie im realen Leben zeichnet sich Training dadurch aus, dass ich bestimmte Dinge wiederhole und durch das Wiederholen werde ich besser, also sprich die Gewichtung verändert sich und wird immer besser. Gleichwohl habe ich die Situation, dass ich diese Batch-Size, die ich eben habe, wir haben es eben gesehen, 64 als Beispiel, trotzdem vielleicht nicht komplett verarbeiten kann. Das heißt, ein Durchlauf wären 64 Bilder, krieg's aber nicht in die GPU rein, weil der Speicher nicht ausreicht. Dann muss ich es unterteilen, dafür diesen Parameter Subdivisions. Ihr seht, das wird euch immer wieder verfolgen. Was jetzt aber dann passieren kann, ist, wenn ich jetzt solche kleineren Pakete nehme, dann erzeuge ich ja meine Gewichtungen. Nach 64 Bildern habe ich meinen ersten Durchlauf, sprich Iteration durch. Und dann kommt die nächste. Und es kann passieren, dass zwischen den Durchläufen die Gewichtung sehr stark schwankt, obwohl ich möglicherweise die gleichen Objekte trainiere. Und das sollte nicht sein. Das seht ihr selber so gar nicht. Das passiert beim Training intern. Aber der Parameter Momentum sorgt dafür, dass das für das neuronale Netz bestraft wird. Das heißt, das neuronale Netz wird aufgrund des Parameters Momentum immer versuchen, diese Gewichtsänderungen nicht zu groß werden zu lassen. Dann habt ihr natürlich noch einen weiteren Effekt. Wenn ihr so ein Training macht, dann erzeugt ihr Millionen von Gewichten. Und je länger ihr so ein Training macht, umso besser erkennt er das. Es kann aber auch passieren, dass ihr dann in ein sogenanntes Overfitting reinlauft. Und dieses Overfitting oder auch Überanpassung, das sorgt halt eben dafür, dass ihr die Trainingsdaten zwar sehr gut erkennen könnt, aber bei Testdaten eigentlich keine gute Erkennungsrate habt. Das ist wie wenn ihr in der Schule eine Arbeit schreibt, aber ihr habt den Stoff nicht verstanden, aber ihr lernt die Themen irgendwie auswendig, schreibt das runter, habt auch vielleicht eine 1, hilft aber nichts, weil ihr habt den Stoff eigentlich nicht verstanden. Und so ist das hier entsprechend genauso. Und damit das eben nicht passiert und man da entsprechend gegenwirkt, dafür gibt es diesen Parameter Decay. Auch der erzeugt einen sogenannten Strafwert. Und wenn ihr feststellt, dass ihr beim Training immer stärker eure Trainingsdaten auswendig gelernt habt, aber nicht mit den unbekannten Daten umgehen könnt, das heißt also jetzt in unserem Beispiel, ihr könnt zwar den Video sehr gut erkennen, den wir am Anfang als Eingabeinformation zerlegt und dann entsprechend gelabelt und dann trainiert haben, aber wenn ihr ein neues Video macht und ihr könnt so gut wie nichts darauf erkennen, obwohl der recht ähnlich ausschaut, aber halt ein bisschen anders ist, dann ist es klar, dann hängt das schlichtweg hier an einer Überanpassung und dann mal mit dem Parameter Decay ein bisschen ausprobieren, ob ihr das optimieren könnt. Weitere wichtige Parameter sind Lernrate, sind Schritte, also Steps, sogenannte Scales und Burn-In. So, was heißt das jetzt alles? Haben wir jetzt schon sehr viele Informationen auf einmal. Also grundsätzlich, wenn wir mit einem Training beginnen, also wir haben jetzt noch keine Bilder verarbeitet, jetzt fangen wir an, die zu verarbeiten, dann gibt es eine entsprechende Lernrate. Diese Lernrate ist da entsprechend hoch angesetzt. Lernrate, ihr erinnert euch, Basiswissen neuronale Netze, hier auf wiegehtki.de, da gibt es ein eigenes Kapitel dazu, wo man sich das nochmal anschauen kann, was die Lernrate bedeutet. Als ganz kurze Wiederholung, die Lernrate sorgt dafür, dass ich einen Fehler, den ich habe, möglichst gegen Null bekomme. Also möglichst optimiere. Und da kann ich natürlich die Lernrate in verschiedenen Schritten setzen, entweder sehr große Schritte, um möglichst rasch in Richtung Null zu gehen, was aber auch Nachteile hat, dass ich es vielleicht auch gar nicht so richtig erreichen kann. Oder die Lernrate eben sehr klein zu setzen, um in sehr kleinen Schritten vorwärts gehen zu können. Problem ist nur, wenn ich sie sehr klein setze, brauche ich eine sehr hohe Rechenleistung, weil ich eben sehr viele Schritte machen muss.
Das Thema ist aber, wenn wir in so einem neuronalen Netz sehr viele Daten sehen, dann müssen sich diese Gewichte erstmal gar nicht so sehr aggressiv ändern. Also sprich, wenn ich die Lernrate hochsetze, dann verändere ich natürlich auch in hohem Maße die Gewichtung dazu. Wenn wir jetzt mit dem Trainingsprozess anfangen, dann haben wir natürlich erstmal keine Informationen und wir setzen die Lernrate erstmal relativ hoch. Wir erinnern uns, Lernrate hoch, da war was, genau, Basiswissen neuronale Netze, hier auf wgetki.de. Da wird entsprechend nochmal dargelegt, was eine hohe und eine niedrige Lernrate bedeuten. Hohe Lernrate bedeutet, dass ich in relativ großen Schritten versuche, einen Fehler, den ich erkannt habe, also sprich Abweichung zwischen dem, was es sein soll und dem, was ich dort berechnet habe, möglichst rasch Richtung Null gehen zu können. Nachteil der hohen Lernrate ist, ich kann da auch mal schnell drüber springen und Null eigentlich nicht so richtig erreichen. Und umgekehrt, wenn die Lernrate sehr niedrig ist, dann bin ich sehr granular. Ich kann dann auch in sehr vielen kleinen Schritten Richtung Null, das ist toll, aber ich brauche dafür eine sehr hohe Rechenleistung und das dauert dann auch entsprechend lange. Insofern setzen wir sie erstmal hoch, damit wir ungefähr uns erstmal in Richtung einer niedrigeren Fehlerquote annähern. Wenn ich dann aber relativ viele Daten schon trainiert habe, also sprich das neuronale Netz hatte ich schon mal alle irgendwie gesehen, dann ist es nicht mehr so wichtig, dass ich so entsprechend in diese Nulllinie so ganz schnell runterkomme, sondern ich will jetzt möglichst genau werden. Und dazu verringere ich die Lernrate über die Zeit. Okay, wir fangen grob an und werden immer feiner. Und in der Konfigurationsdatei kann ich das jetzt angeben. Das heißt, in der CFG, die ihr jetzt hier seht, könnt ihr das entsprechend hinterlegen. Das bedeutet, wir sagen, wir starten mal mit einer Lernrate von 0.001. Das ist unser Ausgangspunkt, da legen wir los. Dann sagen wir ihm, pass mal auf, unsere sogenannte Policy, in der wir die Lernrate reduzieren, die erfolgt in Schritten. Und zwar in Schritten von 1800. Das heißt, wenn ich 1800 Schritte oder auch Durchläufe oder auch Iterationen, das ist alles dasselbe, wenn ich 1800 Durchläufe erreicht habe, dann wird die Lernrate entsprechend verändert. Und zwar wird sie mit dem Wert von Scales multipliziert. Das heißt, die neue Lernrate ist nicht mehr 0.001, sondern 0.001 mal 0.1 oder kurz gesagt 0.1. Und wenn ich das multipliziere, dann kommt da 0.0001 raus, also sprich eine Null mehr. Und dieser Wert bleibt dann wieder für 1800 Iterationen, wird dann wieder mit 0.1 oder 0.1 multipliziert und so weiter und so fort. Grundsätzlich ist es so, man hat festgestellt, dass es richtig ist, am Anfang die Lernrate sehr hoch zu halten und dann später immer zu verfeinern, also niedriger zu machen, dafür auch ein bisschen mehr Rechenleistung zu verbrauchen. Aber man hat gemerkt, man ist damit sogar noch besser unterwegs, wenn wir für eine ganz kurze Zeit eine niedrigere Lernrate haben. Also niedrig, höher und dann immer wieder niedriger zukünftig. Und das ist dieser sogenannte Burn-In-Parameter. Manchmal seht ihr auch, dass das als Aufwärmphase bezeichnet wird. Und wir haben jetzt hier diesen Burn-In-Parameter von 400. Und das bedeutet, dass wir jetzt hier mit diesem Wert von 400 entsprechend eine niedrigere Lernrate haben und dann über die Learning Rate mit den Steps und Multiplikation mit Scales die Lernrate dann entsprechend immer weiter verändern. Die Empfehlung ist auch hier mit dem Burn-In-Parameter mal ein bisschen zu spielen, in der Regel Werte zwischen 100 und 400 mal auszuprobieren und dann bekommt ihr eigentlich auch schon ein ganz gutes Gefühl dafür, wie sich das auch in der Geschwindigkeit dann auswirkt. Ein weiterer Aspekt ist Data Augmentation. Und Data Augmentation bedeutet, dass ich künstlich mein Bildmaterial erweitere. Also, wir haben ja den Video gedreht, wir haben die entsprechenden Bilder, die Frames exportiert, wir haben unsere Bounding Boxes um die Objekte herum gezeichnet, wir haben es gelabelt etc. Jetzt würden wir gerne natürlich neue Daten daraus kreieren und zwar nicht welche, die wir manuell noch irgendwie bearbeiten müssen, sondern irgendwie automatisiert. Und das ist das, was wir hier mit Data Augmentation machen.
Also im Grunde habe ich hier die Möglichkeit, in der Konfigurationsdatei die Parameter Angle, Saturation, Exposure und Hue einzustellen. Und das heißt, Sättigung, Belichtung, Farbton und Winkel, das kann ich hier entsprechend verändern oder einstellen, damit das Bild nochmal aus einem anderen, im wahrsten Sinne des Wortes, Blickwinkel gesehen wird oder halt entsprechend mit einer anderen Sättigung oder Belichtung gesehen wird und so weiter und so fort. Insofern auch hier immer die Empfehlung, ein bisschen zu experimentieren. In einigen Fällen wird das sicherlich sehr sinnvoll sein. Beispielsweise denkt mal daran, wenn was vom Fließband runterpurzelt und das liegt irgendwie so unsortiert darum, dann könnte es sehr hilfreich sein, diese Parameter zu verwenden. Wenn ihr Objekte habt, die später im Grunde genauso erkannt werden wie das Bildmaterial, mit dem ihr das trainiert habt, werden diese Parameter möglicherweise nicht so sehr einen großen Einfluss haben. Aber grundsätzlich ist es immer gut, weil es macht das Modell natürlich robuster. Dann müssen wir natürlich noch angeben, wie viele Iterationen der Trainingsprozess haben soll. Da gibt es ein paar Daumenregeln oder Faustregeln. Zunächst mal, wenn ihr hier entsprechende Anzahl an Klassen habt, dann solltet ihr pro Klasse etwa 2000 Durchläufe haben. Wir haben jetzt genau zwei Klassen, der Audi und der BMW. Und dann könnte man sagen, okay, 2 mal 2000 sind 4000. Dann würde ich Max-Batches auf 4000 setzen. Das ist erstmal sehr plausibel. Ich würde aber zunächst mal empfehlen, dass man nicht weniger als 6000 hier haben sollte. Und dann kann man das später noch überprüfen. Das bedeutet, er macht in jedem Fall 6000 Durchläufe. Das dauert auch ein bisschen länger. Aber er erzeugt ja immer diese Dateien mit den Gewichtungen. Also mit 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000 und dann die Final-Datei. Die könnt ihr dann hinterher ja auch nochmal testen und könnt schauen, ob das jetzt eigentlich sinnvoll ist, was da rausgekommen ist. Oder ob nicht auch schon ein Ergebnis nach 3000 Durchläufen besser war als eins nach 5000. Einfach ausprobieren. Das ist der große Vorteil von YOLO. In dem Backup-Verzeichnis steht alles drin. Und ihr könnt all diese Dateien, die da generiert werden, diese Gewichtungsdateien, benutzen, um eine Erkennung durchzuführen. Und dann seht ihr das auch schon. Ihr werdet zum Beispiel auch feststellen, wenn ihr jetzt zum Beispiel die finale Datei benutzt und da steht bei jedem Objekt immer 100% drin, das ist schon mal komisch, dann sieht es danach aus, dass er möglicherweise auch ein Overfitting hat, also die Trainingsdaten wirklich auswendig gelernt hat. Und je weiter ihr in den Dateien nach unten geht, dann ist es eben so, dass er nicht mehr so ganz so sicher ist. Aber es könnte robuster und besser sein als eine, wo immer 100% drin steht. Dann habe ich hier natürlich auch diese Lernraten noch drin. Und zwar kann ich die Lernraten auch hier zum Ende hin nochmal justieren. Wir haben eben gesehen, dass ich die Lernrate nach bestimmter Anzahl an Durchläufen verändern kann. In unserem Beispiel diese 1800 und dann wurde das multipliziert und so weiter. Und hier kann ich die Lernrate nochmal explizit zum Ende hin nach 80 bzw. 90% der Durchläufe entsprechend anpassen. Ihr seht, 4800 ist 80% von 6000 und 5400 ist 90% von 6000. Das heißt, wenn ihr hier, sagen wir mal, 8000 hättet, dann würde ich euch empfehlen, auch hier diese Steps entsprechend anzupassen. Das heißt, wenn jetzt hier oben eine 8000 stehen würde, dann wären 80% davon 6400, und 90% von 8000 sind 7200. Und dann müsste hinten statt 5400 müsste dann 7200 stehen. Und dann könnt ihr hier angeben, wie die Lernrate nochmal verändert werden soll. In dem Beispiel Lernrate mal Punkt 1 beim Erreichen von 4800. Und bei 5400 in dem Beispiel hier wird sie nochmal mit 0.1 oder Punkt 1 multipliziert. Das sind jetzt hier die gleichen Abstufungen. Ihr könntet jetzt aber auch nochmal mit diesen Abstufungen spielen. Ihr könntet sagen, ganz zum Schluss, bevor ich fertig bin, mache ich die Lernrate noch mal feiner und guck mal, was dann passiert. Also auch da wiederum spielen, Erfahrungen sammeln und schauen. Die Werte, die hier stehen, sind erstmal gut für dieses Beispiel hier und könnt ihr auch einmal so übernehmen und findet ihr auch in dem GitHub-Repository. Jetzt nähern wir uns schon dem Training. Allerdings, bevor wir das jetzt wirklich starten können, müssen wir YOLO noch mitteilen, was und wie wir trainieren wollen. Es gibt insgesamt in der Konfigurationsdatei drei YOLO-Einträge. YOLO-Einträge bedeutet in der Klammer entsprechend YOLO, also für den jeweiligen Abschnitt gekennzeichnet. Insgesamt gibt es drei davon. Jeder dieser Einträge hat einen Parameter, der angibt,
wie viele Klassen sollen trainiert werden. In dem Beispiel, was wir hier haben, sind es zwei Klassen, also zwei Fahrzeuge, in dem Fall jetzt der Audi RS5 und der BMW M4. Und genau die beiden sollen trainiert werden. Genau für die beiden haben wir auch die entsprechenden Bildinformationen. Insofern sucht einfach nach diesem Abschnitt, also in der Klammer YOLO und dann entsprechend suchen. Und den Eintrag Classes, den müsstet ihr dann auch hier entsprechend dann auf beispielsweise zwei setzen, wenn ihr zwei verschiedene Klassen trainieren wollt. Bei mir sind es jetzt eben diese zwei, weil ich eben, wie eben erwähnt, die zwei Fahrzeuge habe. Insofern genau hier die zwei. Anschließend müssen wir die sogenannten Filter anpassen. Und zwar gibt es auch hier eine Sektion dafür, die heißt Convolutional. Und da gibt es einen Eintrag, der heißt Filters gleich 255. Wichtig, nur diesen suchen. Sucht wirklich danach, dass hier Filters gleich 255 heißt und das muss sich entsprechend in der Sektion Convolutional befinden. Es gibt auch weitere Filtereinträge, aber die lasst ihr bitte unverändert. Der Filtereintrag muss jetzt geändert werden und zwar anhand der Klassen, die ihr habt. Ich habe euch hier die kleine Formel hingeschrieben. Ihr habt die Anzahl der Klassen, in dem Fall 2. Dann wird einfach 5 dazu addiert. Das ist einfach so. Das heißt, 2 plus 5 ist 7 und das multipliziert ihr mit 3. Und dann kommt in dem Fall der Wert 21 raus. Das heißt, wir brauchen hier für die zwei Klassen den Filterwert 21 anstelle der 255. Also ihr ändert die 255 gegen 21. Wenn ihr jetzt beispielsweise 5 Klassen hättet, dann wäre das jetzt 5 plus 5 ist 10 mal 3 sind 30. Und dann würdet ihr hier entsprechend dann die 30 eintragen. Wenn ihr das gemacht habt, dann seid ihr soweit fertig, was die Konfiguration angeht. Und dann könnt ihr das Ganze entsprechend speichern. Und dann ist die Konfiguration soweit erstmal erledigt. Um jetzt euer Modell trainieren zu können, braucht ihr natürlich auch die entsprechende Software. Ich habe, um euch das Leben da etwas leichter zu machen, bereits ein GitHub-Repository erstellt. Heißt YOLO Training. Ihr seht den Link hier unten eingeblendet. Und dort könnt ihr euch die Software direkt runterladen. Die Software enthält alles, was ihr braucht. Im Grunde ist die Software das weiterentwickelte Zoonminder-Projekt. Also wer sich da schon mit den Skripten etwas auskennt, der sieht, dass das eigentlich identisch ist. Was neu dazugekommen ist, ist natürlich vor allen Dingen auch, dass das trainierte, das vortrainierte Modell insbesondere auch für YOLO V4 gleich mit enthalten ist. Wobei wir dieses Projekt mit YOLO V3 machen, aber ich habe es gleich mit integriert, damit ihr auch mit YOLO V4 losstarten könntet. Auch der Video ist mit dabei. Ein Video, mit dem ihr dann auch entsprechend eure Frames exportieren könnt, die Annotationen durchführen könnt und auch das entsprechende Labeling durchführen könnt. Im Verzeichnis Training Videos findet ihr den. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, dass in dem IMG-Verzeichnis unter Training auch die Bilder und bereits auch die fertigen TXT-Dateien liegen. Ich würde euch empfehlen, Annotationen und auch das Labeling selber durchzuführen, damit ihr wisst, wie das geht und auch aus dem Video die entsprechenden Frames zu exportieren. Und daher wäre auch die Empfehlung, dass ihr diese JPEG- und TXT-Dateien in dem IMG-Verzeichnis dann auch löscht. Das wäre konsequent und dann könnt ihr das wirklich von Hand durchspielen. Insofern nehmt euch die Zeit, ladet euch das GitHub-Repository runter, klont es auf eure Maschine und dann seid ihr im Grunde fertig und ihr könnt direkt reinstarten in das Modelltraining. Viel Spaß! So, zunächst mal müssen wir eine Verbindung aufbauen zu unserem Server. Also bei mir ist es eine separate Workstation, in der die V100 läuft und dazu brauche ich natürlich einen SSH-Client. Ihr seht jetzt hier dieses minus x und minus x bedeutet, dass ich eine Ausgabe, die grafisch kommt, hier auf mein eigenes X-Window übertragen möchte. Mein Rechner, auf dem ich die V100 installiert habe, ist ein Linux-Rechner. Entsprechend möchte ich natürlich dann die Ausgaben hier umgeleitet haben auf den Client, der diese SSH-Verbindung macht. Damit ihr das könnt, müsst ihr einen sogenannten X-Server installieren. Da gibt es verschiedene, die man da entsprechend nutzen kann. Ich benutze hier den X-Quartz für Mac
und habe den dann hier entsprechend installiert. Und dann würden jede X-Window-Ausgabe würde jetzt hier entsprechend dann drauf ausgegeben. Dann haben wir Root und dann natürlich klar Add, also wohin mit dem Benutzer Root. Und hier haben wir die entsprechende IP-Adresse. Das ist jetzt die von meiner Station. Ihr müsst natürlich hier eure eigene eintragen. Insofern bestätige ich das und melde mich jetzt hier auf dem System an. Und damit haben wir jetzt schon mal eine erste Übersicht über das System. Ihr seht, ich arbeite jetzt hier in dem Beispiel mit einem Ubuntu in der Version 20.04. Die entsprechende Nutzung von den Systemen, IP-Adressen und so weiter ist jetzt nicht so spannend, also erstmal alles gut. So, ich gehe jetzt in das Verzeichnis Darknet rein. Das bekommt ihr, wenn ihr das Repository aus dem GitHub entsprechend runterladet. Und wir wollen das jetzt mal wirklich von Grund auf durchgehen. Ich gehe jetzt einmal in das CFG-Verzeichnis hinein und schaue mir mal an, was da drin steht. Das kann ich mit ls und ich nutze immer ganz gerne -la. Dann sehen wir so ein bisschen schön aufgelistet, was da jetzt so alles drin steckt. Ihr seht, da gibt es jede Menge Konfigurationsdateien. Ihr seht zum Beispiel auch Konfigurationsdateien hier für diese sogenannten Tiny-Modelle. Das ist Version 2 oder auch Version 3. Und es gibt natürlich auch welche für Version 4 generell. Aber wir wollen uns heute auf die Version 3 entsprechend fokussieren, weil wir hier das Training nun mal einfach in der YOLO V3 machen. Ich würde euch raten, nicht die Konfigurationsdateien direkt immer anzufassen, sondern hier einfach zu sagen, ich kopiere mir die YOLO V3. Mit der Tab-Taste kann ich das dann entsprechend ergänzen. Und die nenne ich jetzt zum Beispiel autorennbahn.cfg, um jetzt einfach mal irgendeinen Namen zu wählen. Danach nehme ich die in den Editor und bestätige das. Ihr seht jetzt hier so einen Standardwert, Batch ist 1, Subdivision 1, also das wird vermutlich sowieso nicht funktionieren. Also ich lösche die beiden Einträge mal raus oder ich kann sie auch einfach inaktivieren, indem ich jetzt hier so ein Hashtag davor setze und ich nehme die Einträge hier unten aktiv, das heißt ich lösche die Hashtags raus. Also ich gehe mit einer Batch Size von 64 ran und sage, ich habe eine Subdivisions von 16, das heißt, ich habe also Mini-Batches entsprechend in der Größe von 4 und mit denen arbeite ich. Die Weite und die Höhe, damit könnt ihr natürlich gerne experimentieren. Ihr kennt es von den Folien her, Vielfaches von 32, 416 mal 416 ist der Standard. Ihr könnt es natürlich jetzt auch erhöhen auf 608 mal 608 beispielsweise oder auch andere Werte. Das hier haben wir schon erklärt. Das lasse ich jetzt mal hier auf den Standardwerten entsprechend stehen. So, aber jetzt kommen wir hier auf was ganz Interessantes. Max Batches. Ihr seht, dass diese Max Batches hier auf einem sehr hohen Wert steht. Das liegt einfach daran, dass man hier mit 80 Klassen trainiert hat und dann hat man sich mal hier ein paar Durchläufe gegönnt. Das brauchen wir so nicht. Wir haben ja mal gesagt, wir nehmen pro Klasse 2000 Durchläufe. Wir haben zwei Klassen. 2000 Durchläufe sind 4000, aber wir haben auch gesagt, wir sollten mal mindestens schauen, dass wir 6000 Durchläufe hinkriegen. Das machen wir auch. Dadurch, dass wir die Modelle sowieso zwischenspeichern, nach 1000, 2000, 3000 und so weiter Durchläufen, wird immer ein Speichervorgang des Modells durchgeführt. Die können wir uns dann hinterher auch nochmal anschauen und können dann auch Modelle aussortieren, die vielleicht dann auch übertrainiert sind. So, bei den sogenannten Steps, da gehen wir jetzt her und setzen einmal hier die 80% von 6000, das sind 4800. Und hier haben wir die 90% von 6000, das sind dann 5400. Und was jetzt passiert ist, dass nach 4800 wird die Lernrate, die ihr hier oben seht, mit diesen Werten hier entsprechend multipliziert. Das heißt, hier haben wir eine Lernrate von 0.001. Und wenn ich 4800 erreicht habe auf dem Weg zu meinen 6000, dann wird dieser Wert hier oben mit dem ersten Eintrag bei Scales, also dem Punkt 1, multipliziert. Und wenn ich 5400 erreicht habe, mit dem nächsten Eintrag von Scales, also in dem Fall hier Punkt 1. Und das so funktioniert das Ganze. Ihr müsst natürlich immer sehen, er nimmt
dann die Lernrate zu diesem Zeitpunkt. Das heißt also, ich ignoriere jetzt mal hier diesen Burn-in. Da ist es ja ohnehin schon so, dass sich die Lernrate am Anfang nochmal verändert. Aber nehmen wir jetzt nur mal den Wert hier oben, 0.001 mal Punkt 1, dann ist es 0.0001. Und wenn ihr das dann wieder mit dem nächsten Eintrag hier multipliziert, dann kommt dann nochmal eine dazu. Also so müsst ihr das sehen. Das heißt, immer das Produkt, was aus der Multiplikation herausgegangen ist, wird auch dann bei der nächsten Veränderung wieder herangezogen. So, jetzt suchen wir mal zunächst mal nach dem Eintrag Classes. Und ihr seht, dass hier in der Sektion YOLO, die hier oben steht, also wir sind schon mal richtig, darf jetzt nicht 80 stehen, sondern 2, denn wir wollen 2 Fahrzeuge trainieren, den Audi und den BMW. Entsprechend trage ich jetzt hier die 2 ein. Hier haben wir auch, Classes ist 2, die 80 nehme ich raus und dann suche ich nochmal, ebenfalls hier wieder, immer schauen, dass ihr in der richtigen Sektion seid, YOLO. Auch hier wieder Classes 2. Insgesamt sind es 3 Stellen, an denen ihr die Classes eintragen müsst. Dann zu guter Letzt suche ich nach 255. Diesen Eintrag bei Filters in der Sektion Convolutional. So, und den Wert ändere ich jetzt auf Anzahl der Klassen plus 5 mal 3. Das heißt 2 Klassen, Audi BMW, plus 5 ist 7, mal 3 sind 21. Das heißt, aus der 255 mache ich 21. Und das suche ich jetzt auch hier wieder. Ihr seht auch hier wieder die Sektion Convolutional 255, ändere ich in 21. Hier unten mache ich das jetzt noch genauso. Insgesamt 3 Stellen auch hier, an denen ihr das ändern müsst. Ihr könnt sicherheitshalber nochmal suchen und dann seht ihr hier in der Mitte, okay, habe ich nicht gefunden. Wunderbar. Dann speichere ich das, Steuerung O, Enter, Steuerung X, raus. Die Config sollte jetzt stimmen. Was ich schon vorbereitet habe für euch, ist ein Badge, mit dem ihr das Training relativ bequem starten könnt. Der heißt training-autorennbahn.sh und befindet sich direkt hier im Darknet-Verzeichnis. Also wieder zurückgehen aus der CFG im Darknet und dann sich mal den Badge anschauen. Und was jetzt passiert ist folgendes. Ihr seht, dass wir hier erstmal eine Datei löschen, die direkt unter Root, also diese Tilde, zeigt hier immer so dieses Home-Verzeichnis an. Und diese Datei, die heißt Autorennbahn und die löschen wir erstmal, falls sie denn da sein sollte. Also ich frage jetzt nicht erst ab, wenn sie nicht da ist, löscht sie nicht oder so, das ist mir egal. Ich lösche einfach mal eine Datei, die Autorennbahn heißt. Ich lege dann eine solche Datei neu an und dann sage ich Datum, Uhrzeit und das Wort Start. Das kommt jetzt in diese Datei rein. Dann weiß ich, wann der nächste Befehl ausgeführt wurde. Und das ist dann der hier. Da gehen wir gleich noch näher drauf ein. Und hier, wenn der durchgelaufen ist, schreibe ich noch das Ende rein. Dann habe ich hinterher mit Datum und Uhrzeit und Sekunde und so weiter exakt den Zeitstempel, wann das Training gestartet wurde und wann es auch beendet wurde. So, in dieser Zeile seht ihr jetzt hier zunächst mal diesen Aufruf /darknet Leertaste Detektor Leertaste Train. So, das sind jetzt hier die Befehle bzw. Parameter, um ein solches Training wirklich starten zu können. Und zunächst mal haben wir hier eine Datei, die sich unter Data befindet, die heißt obj.data. Und die schauen wir uns jetzt gerade mal an. Da machen wir einfach so einen Cut. Dann kann ich mir das hier oben mal markieren. Unter Windows braucht ihr nur die rechte Maustaste drücken. Unter Mac mache ich jetzt einfach mal Äpfelchen C, Äpfelchen V, Enter. So, und was ihr jetzt hier sehen könnt, ist, es sind 2 Klassen. Auch das muss er dort wissen. Und hier habe ich meine Trainingsdaten und hier habe ich meine Validierungsdaten. Trainingsdaten sind Daten, die bekannt sind. Validierungsdaten sind Daten, die sind zwar gelabelt worden und auch die entsprechenden Boundingboxen sind eingezeichnet worden, aber sie werden nicht für das Training benutzt. Damit kann das System prüfen, ob es einen Audi oder einen BMW auch als solches erkennt, weil es wiederum auch weiß, um welches Objekt es sich handeln müsste. Und damit kann auch der Fehler bei einem Training schon spezifiziert werden. Also, wir schauen uns das mal an. Wir haben jetzt hier unter Training, haben wir jetzt diese Datei. Also data-train.txt. Unter Windows rechte Maustaste, unter Mac Äpfelchen C, Äpfelchen V und dann Enter. So, und dann seht ihr jetzt hier die entsprechenden Bilder, die zu trainieren sind. Wenn ich jetzt hier hochblättere, dann seht ihr, erst haben wir die Audis und dann haben wir die BMWs. Dann schaue ich mir die Datei nochmal an.
dann habe ich hier diese test.txt. So, das heißt, auch hier kann ich mal gucken, was steht denn da drin. Und dann werdet ihr sehen, dass es deutlich weniger ist. Normalerweise sagt man ja 70-30 in der Verteilung zwischen Trainingsdaten, Testdaten. Habe ich jetzt nicht ganz so genau gemacht, um ehrlich zu sein. Hintergrund ist einfach, dass das, was ich jetzt hier trainieren möchte, ist relativ einfach. Und insofern jetzt keine komplexen Objekte, sondern Erkennung auf ein bestimmtes Modell. Und das ist auch farblich sogar noch unterschiedlich. Einmal ein grünes Fahrzeug, der Audi, und blaues, der BMW. Also ich mache es YOLO verhältnismäßig einfach. Schwieriger wird es, wenn ich jetzt 10 verschiedene BMWs hätte, die alle sehr ähnlich aussehen, gleiche Farben haben, aber sich in Nuancen unterscheiden. Dann müsst ihr deutlich mehr Aufwand betreiben, um hier mit den richtigen Daten auch so ein Objekt erkennen zu können. Hier ist es verhältnismäßig einfach. Insofern habe ich das mal so ein bisschen nonchalant außen vor gelassen, dass ich jetzt hier nicht diese 70-30-Regel einhalte, sondern vielleicht irgendwie 90-10 oder sowas. Das Interessante ist jetzt, wenn ich mir diese Daten mal grundsätzlich anschaue, das heißt also, ich schaue mal hier in dieses Trainingverzeichnis rein, ich schaue mal in das IMG-Verzeichnis rein und drücke da mal Enter, dann seht ihr, dass ihr jetzt hier solche TXT-Informationen haben. Das heißt, zu jedem Bild gibt es auch eine TXT-Datei. So, was mache ich jetzt damit? Ihr seht, dass wir hier einen Eintrag haben, names ist gleich und dann data.obj.names. So, und wenn wir uns die mal anschauen, dann seht ihr, dass wir hier jetzt entsprechend die einzelnen Objektinformationen drin haben. Das heißt, ich habe jetzt hier einmal den Audi und ich habe den BMW. Wenn ich mir jetzt diese Textdatei mal ansehe, das heißt im Verzeichnis Training und dann im Verzeichnis Image und dann sagen wir mal Audi, nehmen wir mal oben die 16.txt, dann seht ihr hier vorne eine 0 und das ist die Objekt-ID. Und das heißt, er hat einmal hier die Koordinaten, wo auf dem Bild sich das Objekt befindet. Und hier haben wir die Objekt-ID und das ist die 0. Der fängt immer an, bei 0 zu zählen. Und wenn ihr euch die obj.names mal anschaut, dann seht ihr, dass wir hier den ersten Eintrag haben. Das ist die 0 und das wäre jetzt der Audi RS5. Und das passt auch. Ihr seht jetzt hier in dieser Audi.txt, der erste Eintrag ist die 0. Und ich kann jetzt natürlich auch nochmal den Gegencheck dazu machen und kann sagen, ich will jetzt hier keinen Audi haben, ich möchte jetzt hier ein BMW haben, sagen wir mal die 10 zum Beispiel, .txt, und dann muss da die 1 kommen. Und hier ist sie auch. Das heißt, hier ist die 1 und das heißt für ihn auch hier, dieser Eintrag BMW M4 ist zu diesen Koordinaten der richtige Eintrag, die richtige Bezeichnung für die zu erkennende Klasse. In dem Beispiel jetzt der BMW M4. So funktioniert das und so könnt ihr das entsprechend auch immer wieder prüfen, ob das auch wirklich passt. Was ganz gerne mal passiert, wenn ihr so am Markieren seid und die Informationen dazu eintragt und ihr macht mal eine Pause und ihr startet wieder neu, dann kann es manchmal vorkommen, dass ihr in diesen TXT-Dateien auch mal schnell was vertauscht. Also dass dann plötzlich eigentlich ja die 0 für ein Audi stehen müsste, aber irgendwann steht plötzlich mal die 0 für den BMW, weil ihr einfach irgendwann nochmal neu angefangen habt und habt aber einen Teil der Daten bereits verwendet. Und das ist natürlich nicht gut. Das Schöne ist, dass ihr jetzt in diesen Textdateien diese ganzen Informationen auch immer wieder dann neu editieren könnt, einfach in den Editor reinnehmen und diese Objekt-ID entsprechend dann hier auch modifizieren. So, das ist soweit erstmal, denke ich, relativ klar. Und wenn wir uns jetzt nochmal hier die Training-Datei nochmal anschauen, dann sehen wir jetzt, dass wir hier den Aufruf haben. Wir haben jetzt also hier diese obj.data angelegt. Wir haben hier diese CFG konfiguriert, die Autorennbahn-CFG. Und wir haben jetzt hier die Datei für den Convolutional Layer, das heißt die mit den 74 Schichten auch entsprechend dran. Der Eintrag MAP, der zeigt nachher den eigentlichen Trainingsfortschritt an, nochmal in der grafischen Auswertung dazu. So, wenn wir jetzt hier uns nochmal kurz in der OBJ-Data nochmal umsehen, dann seht ihr hier, dass ihr hier Verzeichnisse habt. Und diese Verzeichnisse, die können jetzt von euch frei gewählt werden. Genauso wie auch die Dateinamen übrigens hinten frei gewählt werden können. Ja. Insofern auch hier der Punkt Organize, also sprich Organisieren der Daten. Und das hat halt jetzt einfach auch den Vorteil, wenn ihr Daten habt, die sich immer wieder auch verändern, dann braucht ihr die nur in den jeweiligen
Unterverzeichnissen anpassen und dann könnt ihr das entsprechend dann auch relativ leicht für euch dann organisieren. Insofern würde ich euch auch empfehlen, immer sprechende Namen zu benutzen, dass ihr euch sehr einfach hier drin wiederfinden könnt. Das heißt also einmal hier die Unterverzeichnisse entsprechend zu den Namen, gegebenenfalls auch die Dateien. Also jetzt zum Beispiel bei obj.names wäre jetzt nicht klar, dass sich dahinter die Autos verbergen. Für mich ist es natürlich jetzt, weil ich nur dieses eine Training jetzt hier beispielhaft mal dieser Maschine für diesen Video hinterlegt habe. Aber natürlich bei den Maschinen, bei denen ich sehr viele habe, da ist das natürlich dann auch entsprechend organisiert. Ein wichtiger Punkt ist auch, ihr müsst immer wieder auch Daten aktualisieren können. Also lassen wir mal rechtliche Aspekte zur Seite. Nehmen wir an, ihr macht jetzt ein Personentraining. Dann müsst ihr natürlich auch gegebenenfalls gerade hier in der Lage sein, auch bestimmte Personeninformationen zu entfernen und wieder dann das Modell neu zu trainieren, damit sichergestellt ist, dass sie auch wirklich draußen sind. Das ist natürlich sehr viel leichter, wenn ihr solche Organisationen, solche Basics, sag ich mal, hier beherzigt. Hier haben wir die entsprechende Convolution-Datei. Wenn ich mir die jetzt nochmal anschaue mit ls-la und dann kann ich das hier einfach markieren und dann Äpfelchen C, Äpfelchen V. Dann seht ihr, 162 MB hat die, befindet sich hier und die wird für das Training entsprechend auch verwendet. Ich trainiere also nicht von Null auf, dafür werden jetzt die Daten auch nicht ausreichend, sondern ich nutze diese Datei, die schon vortrainiert ist, die die Merkmale extrahieren kann und ich erzeuge jetzt quasi nur noch diesen Fully Connected Layer. Insofern, wir haben die Trainingsdaten, wir haben die Konfiguration, wir haben entsprechend auch alle Parameter gesetzt, muss funktionieren. Dann starten wir jetzt einfach mal hier das Training mit training-autorennbahn.sh, Enter. Und jetzt seht ihr hier, dass er diese ganzen Informationen lädt über die verschiedenen Schichten und er hat jetzt hier auch die Ausgabe der Grafik. Also hier hat er noch, ich kann es mal kurz hochblättern, er hat jetzt hier auch bereits CUDA aktiviert. Also ich blätter jetzt, halte ihn einfach mal hier ein bisschen fest mit der Maus. Ihr seht jetzt, ich kann ja jetzt nicht loslassen, sonst läuft er wieder weiter. Aber ihr seht jetzt hier zum Beispiel, dass er die CPU-Threads aufgebaut hat, dass er hier auch CUDA aktiviert hat, CUDA Allocate Done. Das heißt, er hat genug Speicher, um das entsprechend alles auch durchzuführen. So. Und das lassen wir jetzt hier unten mal einfach durchlaufen. Die Ausgaben gehen wir jetzt auch gleich nochmal durch, damit ihr wirklich wisst, was sich dahinter auch verbirgt. Das ist jetzt kein großes Hexenwerk, aber er ist jetzt erstmal soweit am Laufen. So, jetzt schauen wir uns nochmal das Chart an. Das bringe ich jetzt gerade in dieses Recording hier nochmal mit rein. Und ihr seht jetzt hier, ich mache das mal ein bisschen größer, dann seht ihr alles. So, ihr seht jetzt, einerseits hier oben dieses kleine Pünktchen, ja, das ist der erste Eintrag, den wir haben. Und ihr seht, dieser Loss, also das ist der Verlust, das heißt, wie ungenau ist er momentan? Der ist natürlich noch sehr hoch, ja. Man kann das auch, wenn ich das jetzt mal hier kurz anhalte, dann seht ihr den auch jetzt hier entsprechend auf dieser Ausgabe. Da habt ihr also 2158.95 und so weiter, Average Loss, also durchschnittlicher Verlust. 8,8 Stunden noch Training. Also hier kriegt man nochmal eine ganz gute Information dazu. So, ihr seht das jetzt. Das Pünktchen ist jetzt schon ein bisschen größer geworden. Und ihr seht, hier unten, da haben wir die Durchläufe. Erinnert euch, Max Batches 6000, ganz genau. Das ist jetzt hier unten die Angabe, die wir dort eben gesetzt haben. Er sagt jetzt hier, mein aktueller durchschnittlicher Verlust 1233. Und ihr werdet jetzt aber sehen, dass auch wenn der mal wieder hier kurz ansteigt, er wird jetzt relativ schnell hier runtergehen. Sollte er zumindest. Wenn nicht, müssen wir uns Gedanken machen. Und wir haben hier entsprechend dann jetzt eine gewisse Geduld mitzubringen. Also das wird jetzt hier 7,8 Stunden laufen. So lange bleibe ich jetzt natürlich nicht hier sitzen. Das heißt, ich lasse ihn jetzt erstmal weiterlaufen. Und dann schauen wir uns das nachher an und dann gehen wir das Diagramm nochmal im Detail durch. Also insofern sehen wir uns jetzt in Kürze wieder und dann schauen wir uns an, was denn hier draus geworden ist. Also bis gleich. Nachdem wir jetzt das Training angestartet haben, seht ihr einige Ausgaben auf der Konsole. Die sehen ungefähr so aus wie das, was ihr hier auf dem Bild seht. Natürlich sind die Zahlen dann und Werte
ein bisschen anders, aber so in etwa vom Aufbau her. In jedem Fall lohnt es sich, auch unabhängig davon, dass ihr das ja auch grafisch eben ausgeben lassen könnt, euch hier darüber im Klaren zu sein, was diese Werte eigentlich bedeuten. Das hilft immer mal ganz schön. Da kann man mal auch einen schnellen Blick drauf werfen und eigentlich ist es auch gar nicht so kompliziert. Insofern würde ich hier ganz gerne diese Parameter nochmal mit euch gemeinsam durchgehen. Ihr seht einmal hier oben in diesem blaugrauen Bereich beispielhaft mal so eine Zeile, die ich jetzt hier verwende, um hier euch mal ein paar Erklärungen dazu zu geben. Aber ihr seht jetzt hier auch nochmal eine größere Menge an Ausgabe hier unten mit aufgeführt. Die ist natürlich variabel und das hängt je nach vom Training ab und Informationen und so weiter, welche Werte da jetzt eben sind. Wichtig ist zu verstehen, was sich dahinter verbirgt. Zunächst mal seht ihr, dass die Zeile mit V3 anfängt und das bezieht sich auf die verwendete YOLO-Version. Also V3 ist dann entsprechend YOLO 3. Dann haben wir MSE Loss und das ist der sogenannte mittlere quadratische Fehler. Und das ist eine häufig verwendete Verlustfunktion. Der Hintergrund ist, dass ich einfach Fehler deutlich stärker hier bestrafen möchte, um dem Netz zu zeigen, dass es noch möglicherweise sehr weit von dem Idealzustand entfernt ist. Ich zeige euch das gleich mal hier auf der nächsten Slide in der Fehlerfunktion an sich. Sei noch erwähnt, Normalizer, Intersection over Union bzw. CLS, Class Loss, das ist die Normalisierung zwischen Lokalisierung und Klassifizierungsverlust. Ist jetzt nicht so spannend. Schauen wir uns lieber nochmal das Thema MSE-Loss auf der nächsten Seite nochmal an. Wenn ihr bereits Basiswissen neuronale Netze gesehen habt, dann sollte das hier vertraut sein. Ich habe nochmal eine vereinfachte Darstellung der Fehlerfunktion. Also ist wirklich eine ganz einfache. Ich sage einfach, der Fehler ist die Gewichtung zum Quadrat. Und ihr seht jetzt, dass ich zum Beispiel hier eine Gewichtung habe, die bei plus 2 liegt. Und in dem Moment, wo ich sage, ich möchte den Fehler aber überhöhen, also idealerweise wäre er ja bei 0, dann hätte ich quasi keinen Fehler und hätte den niedrigsten und besten Wert entsprechend erreicht. Aber jetzt liegt er nun mal bei 2 und in dem Moment, wo ich das jetzt zum Quadrat erhebe, dann ist er entsprechend 2 zum Quadrat bei 4, also 2 mal 2. Und das heißt, tatsächlich würde es sich jetzt für das neuronale Netz so anfühlen, als wäre der Fehler jetzt irgendwo hier ganz oben. Und wenn ihr euch jetzt nochmal vorstellen würdet, der Fehler wäre jetzt tatsächlich bei 4, dann wäre allein durch die Tatsache, dass ich ihn zum Quadrat erhebe, also 4 mal 4 gleich 16, wäre hier auf dieser Skala schon gar nicht mehr abbildbar. Das heißt, der wäre hier oben irgendwo am Ende des Bildschirms sozusagen. Und das ist eigentlich der ganze Trick. Das heißt, man überhöht künstlich den Fehlerwert, um dem neuronalen Netz zu zeigen, das ist jetzt wirklich ganz weit out of scope. Und da musst du dich jetzt nochmal anstrengen, hier die entsprechenden Werte nach unten zu bringen. Ein weiterer Punkt bei der Ausgabe ist die sogenannte Region oder auch Region genannt. Ihr seht jetzt hier einmal Region und dann entsprechenden Wert, 82, 94 oder 106. Und dann AVG, das bedeutet Average, also Durchschnitt. Dann haben wir IOU, Intersection over Union, das kennen wir schon. Hatten wir auch schon hier in anderen Videos bei wiegehtki.de. Und auch die generalisierte Intersection over Union, da komme ich dann gleich nochmal dazu. Bleiben wir nochmal bei der Region. Ihr seht, dass wir hier drei verschiedene haben. 82, 94, 106 und es wiederholt sich dann auch hier in der Ausgabe. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass ich zum einen mit 82 Convolutional Neural Network Layern arbeite, also 82 CNN-Schichten, die eine entsprechend größere Maske haben, größeren Maßstab haben, um insbesondere kleinere Objekte vorherzusagen. Dann verwende ich 94 CNN-Schichten. Das ist dann der sogenannte mittlere Maßstab mit einer mittelgroßen Maske, um auch etwas größere Objekte schon erkennen zu können. Und dann habe ich 106 CNN-Schichten, Convolutional Neural Network Layer. Und das ist eine kleinere Maske, um größere Objekte zu detektieren. So, warum macht man das? Und das ist ja auch irgendwie verwirrend, größer und kleiner und so weiter und so fort. Ich glaube, es hilft sich nochmal zu vergegenwärtigen, wie Menschen eigentlich Objekte erkennen und wie das neuronale Netze entsprechend auch machen. Als Mensch, wenn man jetzt zum Beispiel ein Fahrzeug sieht, wie ein Auto, dann erkennt man natürlich sofort, dass es sich hier um ein Fahrzeug handelt. Ein Auto, vier Räder, Türen und alles, was eben dazu gehört. Erst wenn das Fahrzeug dann näher kommt, können wir Details erkennen. Also wie viele Türen hat das beispielsweise, wie ist der Türgriff gestaltet, welches Modell ist das, haben wir vier oder fünf Radmuttern und andere Dinge mehr. Ein neuronales Netz arbeitet genau umgekehrt. Ein neuronales Netz identifiziert zunächst mal kleinere Objekte
und setzt dann größere aus diesen kleineren zusammen, um dann halt wirklich dort die Erkennung durchzuführen. Insofern ist das für uns als Menschen erstmal etwas verwirrend. Dieser Wert, der Intersection over Union, das ist jetzt hier ein Dezimalwert, 0.9109 beispielsweise. Und prozentual ausgedrückt sind das dann 91,09%. Also einfach mal kurz mit 100 multiplizieren und dann hat man das in Prozenten nochmal ausgedrückt. Gehe ich aber gleich nochmal darauf ein, was es entsprechend hier auch bedeutet. Und dann gibt es die sogenannte Class. Und die Class gibt die korrekte Rate der Objektklassifizierung an. Das heißt also, wie gut waren wir eigentlich schon mit den bislang trainierten Daten in der Lage, da auch wirklich schon was erkennen zu können. Man erwartet, dass der Wert irgendwo sich 1 nähert. Ich würde davor warnen, dass er am besten 1 sein sollte. Dann könnte es nämlich sein, dass ihr wirklich die Trainingsdaten auswendig gelernt habt und das ist dann nicht so gut. Also hier ein Wert von 0.9987 und so weiter, das ist schon sehr, sehr gut. Während jetzt in der Zeile unten drunter mit 0.89, naja, da kann man noch ein bisschen Training entsprechend machen, um den Wert zu verbessern. Aber das ist jetzt hier auch eine Ausgabe mitten aus dem Training heraus, also das ist hier noch nicht die finale Version. Nochmal kurze Auffrischung zum Thema Intersection over Union. Ich denke, dann wird es nochmal so ein bisschen klarer. Zunächst mal, wir haben hier ein Objekt und ihr seht jetzt hier eine Person, die steht jetzt in dem Beispiel hinter einem Trainingsgerät. Und das ist die sogenannte Ground Truth, also das ist das, was wir irgendwann mal gekennzeichnet haben, haben gesagt, das ist die Person. Und ihr seht jetzt auch, wie wichtig es ist, ihr erinnert euch noch an die drei Tipps ab ganz am Anfang, auch wirklich Objekte zu markieren, die auch hinter anderen Objekten sich verstecken oder quasi von anderen Objekten verdeckt sind. Was jetzt aber passiert, ist Folgendes. Wir haben eine Vorhersage. Das System sagt, da ist die Person. Wir sehen natürlich auf den ersten Blick, das stimmt nicht so ganz. Teilweise stimmt es, teilweise nicht. Und das, was jetzt teilweise stimmt, das ist die sogenannte Area of Overlap. Also das heißt, da habe ich diese Gemeinsamkeit, das stimmt. Da habe ich diese Ground Truth, also so, wie es wirklich wäre. Und ich habe die Vorhersage, wie das System glaubt, dass es sein muss. Und da ein Teil stimmt aber auch nicht. Und das, was jetzt hier entsprechend außenrum ist, ist die sogenannte Area of Union. Und diese Intersection over Union ist im Prinzip jetzt ein Verhältnis, und zwar dieser Area of Overlap, also da, wo es wirklich übereinstimmt, im Verhältnis zu der Area of Union. Das kann ich jetzt natürlich dann noch entsprechend dann in Relation setzen. Das heißt, ich könnte jetzt zum Beispiel sagen, okay, wenn sich das jetzt hier entsprechend gut oder sehr gut sogar überdeckt, dann sagen wir mal einen Wert von 0.8, dann sehe ich das als sehr gut an. Ein Wert von 1 würde bedeuten, dass exakt die Person hundertprozentig erkannt wurde und vorhergesagt wurde. Das ist dann auch wieder so das Thema, haben wir ein Oberfitting, ja, nein. Aber hier, wenn wir sagen, okay, wir wollen wenigstens 0.8 haben, dann sind wir schon sehr gut. Wenn ich über 0.5 bin, dann bin ich gut und drunter bin ich eigentlich eher schlecht. Und diese Intersection of a Union gibt auch dann diesen sogenannten Level of Confidence an. Das heißt also, wie sicher ist sich das Modell, dass es sich jetzt exakt hier auch um eine gute Vorhersage handelt. Das Problem, was jetzt aber passieren kann, ist, dass es sich überhaupt nicht deckt. Es könnte ja jetzt sein, dass die Vorhersage ganz woanders landet und sich überhaupt nicht mit der Ground Truth überschneidet. In dem Fall wäre die IOU im Grunde null. Und das ist der Moment, wo die generalisierte Intersection over Union, GIOU, ins Spiel kommt. Und eben dafür sorgt, dass wir trotzdem dafür noch entsprechende Werte bekommen, die uns klar angeben, dass das jetzt irgendwie hier nicht so zielführend war. Weitere Ausgaben sind beispielsweise jetzt hier Objekt. Und ihr seht jetzt hier also diesen Wert Objekt 0.978911 beispielsweise. Und da muss man jetzt so ein bisschen einfach mal um die Ecke denken. Das sollte zunächst mal möglichst nah an 1 sein, wenn tatsächlich ein Objekt sich dort eben befindet. Und es drückt die Zuversicht von YOLO aus, dass es glaubt, dass dort auch wirklich ein Objekt existiert. Also wie zuversichtlich bin ich, dass ich etwas weiß? So muss man sich's im Grunde vorstellen. Und je näher das an 1 rangeht, umso höher ist die Zuversicht, dass das, was als Aussage kommt, auch wirklich stimmt. Das ist wie, wenn man als Mensch mal eine Frage gestellt bekommt, von der man glaubt, dass man sie beantworten kann, aber man sich nicht so ganz sicher ist. Kennt ja jeder. Und so ist das hier im Grunde genauso. Und dann haben wir natürlich auch den anderen Fall, nämlich die Zuversicht, dass ich glaube, dass es tatsächlich kein Objekt in dem Bild gibt, was ich gesehen habe. Diese Zuversicht wird hier natürlich auch mit einem entsprechenden Wert dann ausgedrückt. Und
Der Punkt ist, dadurch, dass wir ja schon gesagt haben, hier gibt es ein Objekt mit einer Wahrscheinlichkeit von, wenn ich diese 0,9789 in Prozent umrechne, also mit 97,89%, dann ist natürlich auch klar, dass No Object dann entsprechend sehr klein sein muss und in dem Fall am besten in Richtung 0 gehen muss. Aber es gibt immer so eine kleine Unsicherheit, ist da nicht dann doch noch vielleicht ein Objekt zu sehen? Aber je stärker das gegen 0 geht, umso besser hat man den Eindruck, dass YOLO auch wirklich gelernt hat, Objekte zu erkennen einerseits, aber eben auch zu erkennen, wenn es keine Objekte eben gibt. Und das ist eigentlich nochmal das, was sich hier dahinter verbirgt. Und dann haben wir noch zwei Zahlen, .5R und .75R. Im Grunde ist das das Verhältnis von der erkannten, vom Modell erkannten positiven Probe zu einer tatsächlichen positive Probe in allen Subdivisions. Und das bedeutet, dass ein Bild, was ich jetzt hier trainiert habe, auch vom System wirklich dann auch wieder erkannt werden kann. Insofern sollte das jetzt bei .5R auch in der Regel 1 sein. Das heißt also 50% sollte man an der Stelle eigentlich immer haben. Und da seht ihr auch schon, was das .5R bedeutet. Das bedeutet nämlich 50% Überlappung im Bereich Intersection over Union. Also haben wir eben schon mal kurz gehabt. Wir haben gesagt, wir haben die Ground Truth. Das ist das tatsächliche echte Objekt. Wir haben die Vorhersage, sogenannte Prediction, und die beiden überlappen sich. Und wenn die Überlappung größer als 0,5, also größer als 50% ist, dann kann ich hier davon ausgehen, dass ich jetzt hier eine Vorhersage habe, die an der Stelle eben stimmt und dass ich dann wirklich wenigstens mit 50% Wahrscheinlichkeit sagen kann, okay, das passt jetzt hier. Bei dem Punkt 7,5R ist das im Prinzip das Gleiche, nur ist es so, dass halt hier die Überlappung mindestens 75% sein muss. Das heißt also, die Prediction ist deutlich höher. Das Interessante ist jetzt, dass ich jetzt zum Beispiel bei .5R eigentlich immer die 1 habe. Wir nehmen jetzt mal hier die vierte Zeile von oben. Da habe ich jetzt .5R auf 1 Punkt und dann halt eben hier 6 mal die 0. Aber wenn ich jetzt hier einen Wert nehme von 75% Überlappung in der Section over Union, .75R, dann seht ihr, dass der jetzt nicht 1 ist. Der ist jetzt hier zum Beispiel 0,83333 und so weiter. Und da seht ihr, dass das Modell an sich schon ganz gut ist, aber halt hier noch nicht so richtig gut. Und wenn man sich das nochmal am Anfang anschaut, dann seht ihr auch hier, dass dieser Wert bei der Intersection over Union noch sehr schlecht ist. Also hier 86% zum Beispiel, ja. Da hat man schon mal den Eindruck, dass das noch nicht ganz so 100% dann auch trainiert ist. Also insofern immer nochmal so ein Indikator dazu, damit ihr einfach wisst, wie gut wird die Erkennung vermutlich dann auch sein. Ein weiterer Wert, den wir hier angezeigt bekommen, ist Count. Und im Grunde sagt der, welche Anzahl von Bildern haben wir, die positiv sind, also erkannt sind, in allen aktuellen Bildern der Subdivisions. Wir erinnern uns, wir haben am Anfang gesagt, unsere Batch Size ist 64 und wir haben 16 Subdivisions. 64 durch 16 heißt 4 Bilder, die wir hier pro Subdivision entsprechend trainieren. Durch die GPU machen wir da natürlich einiges parallel, klar. Aber jede Subdivision hat maximal 4 Bilder. Und man sieht jetzt hier zum Beispiel eine Ausgabe Count 3. Das bedeutet also 3 von 4 Bildern, denn eine Subdivision kann ja nicht mehr als 4 haben, sind hier entsprechend positiv erkannt worden. In dem Moment, wo ihr natürlich die Subdivision größer machen könnt, weil ihr vielleicht eine andere GPU habt, mehr Speicher habt und so weiter, die Bilder kleiner sind. Nehmen wir mal an, ihr hättet eine Subdivision von 8. Und ihr hättet dann eben 64 Batch Size durch 8, wären dann 8 Bilder pro Subdivision. Dann können diese Werte hier natürlich anders sein, klar. In meinem Beispiel habe ich eben jetzt hier maximal 4 Bilder pro Subdivision drin. Hier habe ich schon 3 erkannt, das ist schon nicht so schlecht. Aber man sieht, dass jetzt hier zum Beispiel bei anderen Subdivisions das noch nicht erkannt wurde. Also hier habe ich zum Beispiel jetzt einmal 2 erkannt, dann 1 erkannt. Und das bedeutet, dass das Training eigentlich noch nicht so gut ist, dass ich auch wirklich mit den Werten, die ich jetzt erzeugt habe, auch in den anderen Subdivisions auch hier sehr gute Ergebnisse erzielen kann. Also da braucht das Training noch ein bisschen und entsprechend muss das dann noch ein bisschen ja eben durchlaufen. Auf die Themen Class Loss und Total Loss und so weiter will ich gar nicht mehr groß eingehen. Also das ist im Prinzip einfach nur nochmal, um zu zeigen, wo liegen wir jetzt eigentlich im Verlust der entsprechenden Klasse bei der Vorhersage, bei der entsprechenden Überschneidung, Intersection over Union, beziehungsweise wie groß ist der gesamte
Verlust, der Loss. Ich würde wirklich auch empfehlen, auch bei dem Begriff zu bleiben. Wie hoch ist der jetzt eigentlich für diesen jeweiligen Durchlauf? Ich würde empfehlen, dass ihr das mit dieser übersichtlichen Grafik entsprechend startet, also diesen Strich-Map-Parameter. Dann bekommt ihr halt diese Informationen, wie viele Durchläufe habe ich jetzt gerade gemacht und entsprechend auch, wie ist jetzt die durchschnittliche Vorhersagegenauigkeit und wie hoch ist mein Loss und so weiter. Das wird einfach viel schöner angezeigt, dann muss man sich das hier jetzt nicht unbedingt geben. Aber ihr seht, das ist jetzt auch kein großes Geheimnis. Wenn man das einmal gesehen hat und eine Idee hat, was sich dahinter verbirgt, dann ist das eigentlich sogar relativ trivial. So, dann können wir auch mal schauen, wo das Training jetzt steht. Wir sehen jetzt hier also, wir sind jetzt hier ungefähr bei knapp 1400 Iterationen. Man sieht auch, wenn man das jetzt mal hier schnell anhält, in der linken oberen Ecke habt ihr 1371 stehen. Seht ihr das? Das ist jetzt die 1371. Iteration. Also der ist jetzt hier fleißig am Trainieren. Und hier haben wir das Ganze auch nochmal grafisch ausgewertet. Also hier haben wir die Mean Average Precision. Und ihr seht, dass die jetzt immer weiter steigt. Das ist jetzt diese rote Linie und die bekommt ihr durch diesen Parameter -MAP-MAP. Da wird quasi dem System gesagt, wir wollen auch die Mean Average Precision, also die durchschnittliche Genauigkeit, die wollen wir entsprechend ausgewiesen haben. Und wir sehen, dass wir hier von 69% gestartet sind, sind jetzt bei 90%, sind jetzt bei 94%, also ist schon ganz gut. Und ihr seht auch gleichzeitig, wie hier die Fehlerrate nach unten gegangen ist, der sogenannte Loss. Das heißt, wir sind jetzt hier unten irgendwo bei 0,1380 und da habt ihr jetzt eure Informationen dazu. Also wir nähern uns jetzt schon sehr, sehr gut dem gesamten Ergebnis an. Wir sind jetzt bei 1408 Iterationen, also auch hier, wer es nicht hier oben ablesen will, kann es auch direkt hier in der Grafik ablesen. Falls aus irgendeinem Grund das bei euch mit der Grafik nicht geht, könnt ihr es auch aus den Textinformationen lesen, wie eben gezeigt. Und hier haben wir die verbleibende Zeit. Das sind jetzt also 4 Stunden und 24 für die restliche Dauer. Also 4,2 Stunden, um genau zu sein, die jetzt hier noch erledigt werden müssen. Ihr seht, wir hatten 6000 Iterationen eingetragen. Dieser Parameter, Max Batches in der Konfiguration, das wird hier auch nochmal angezeigt. Und auch hier diese Grafik, die wird am Ende des Trainings als Chart.png auch abgespeichert. Könnt ihr auch hier mit der Taste S auch direkt abspeichern und könnt ihr dann verwenden für was auch immer ihr das dann brauchen könntet. Insofern lassen wir ihn weiterlaufen. Wir sprechen uns dann sozusagen in 4 Stunden wieder. Bis dann. So, wir befinden uns jetzt langsam, aber sicher auf der Zielgeraden. Ihr seht jetzt, wir sind jetzt hier so bei 4796 Iterationen. Das wird übrigens immer dann hochgezählt, wenn wirklich ein kompletter Batch bearbeitet wurde. Also wir haben ja gesagt, unsere eigentliche Batch-Size ist 64, unabhängig davon, dass ich dann eben eine Subdivision von 16 habe. Aber immer dann, wenn ich hier entsprechend soweit durch bin mit einem Batch-Durchlauf, dann wird es auch hier hochgezählt. Er ist fleißig am Trainieren, hat hier auch nochmal das Bild gerade gespeichert. Ihr seht, das hier ist saved, steht da noch dahinter. Und interessant ist jetzt oben nochmal unsere Map, also sprich über den Map-Parameter, die Mean Average Precision, die wir dann hier nochmal separat ausgewiesen bekommen. Und was ihr sehen könnt, ist, er springt so ein bisschen zwischen 88 und 94 und wir gehen eigentlich auch nicht höher als 94. Das müssen wir jetzt nochmal beobachten. Es kann nämlich dann sein, dass wir hier auch entsprechend möglicherweise nicht unbedingt die letztgültige trainierte Gewichtungsdatei, also sprich das trainierte Modell nutzen, sondern wir können vielleicht auch schon eine vorher benutzen. Denn man muss natürlich schauen, dass wir hier jetzt nicht in so ein Overfitting reinlaufen. Also da muss man jetzt mal ein bisschen einen Blick drauf haben. Wir sehen, dass wir schon relativ schnell hier bei ungefähr 1800 Iterationen
da haben wir 88 und dann ging das immer so ein bisschen hoch und runter. Ne? Also hier hatten wir schon die 94 bei 1200, dann bei 1800 die 88%, dann ging es wieder hoch, dann wieder runter, wieder hoch, wieder und wieder hoch. Also müssen wir mal jetzt im Auge behalten, was er jetzt in jedem Fall macht, ist, er schreibt uns für die jeweiligen Tausender-Iterationen die Gewichtungen weg, so dass wir dann auch sagen können, okay, wir möchten jetzt gerne mal mit einem Modell arbeiten, was wir bei 2000 Iterationen zum Beispiel zwischengespeichert haben. Oder ich kann auch mit einem Modell arbeiten, was ganz zum Schluss hier bei 6000 dann rauskommt. Also da seid ihr relativ frei. Das ist das Schöne bei diesem Training, dass ihr wirklich jetzt nicht unbedingt immer ganz zum Schluss schauen müsst, ist das jetzt passend und dann müsst ihr das vielleicht alles wieder komplett neu machen, sondern ihr könnt auch zu einem anderen Zwischenstand gehen, bei dem das Ergebnis eigentlich schon so war, wie ihr es haben wolltet und dann seid ihr vielleicht versehentlich in so ein Overfitting reingelaufen, dann könnt ihr das einfach vergessen und nutzt einfach dann die Gewichtung so, wie sie halt am optimalsten gepasst hat. Schauen wir das aber uns dann mal an, wenn wir soweit durch sind. Wir haben jetzt hier noch 1,2 Stunden, die wir noch abwarten müssen. Also insofern, kleinen Moment Geduld und dann gehen wir es natürlich nochmal final dann durch. Das Training ist jetzt beendet. Ihr bekommt hier noch eine entsprechende Zusammenfassung. Insbesondere, was jetzt wichtig ist, wo sind die Gewichtungen gespeichert, wie heißen die? Ihr seht also jetzt hier, dass er unter dem Backup-Verzeichnis die verschiedenen Gewichtungen gespeichert hat, also sprich das trainierte Modell gespeichert hat. Und das können wir uns dann natürlich auch anschauen. Ich mache also jetzt hier einfach nur einen LS auf Backup, also sprich zeigt mir das Backup-Verzeichnis an. Und dann seht ihr hier die verschiedenen Gewichtungen. Ihr seht jetzt auch hier, wir haben bei 1000 Iterationen eine Gewichtung gespeichert, also hier Autorennbahn unterstrich 1000.weights und dann natürlich das gleiche bei 2000, 3000, bei 4000, bei 5000, 6000 und ja, danach gibt es nur noch die finalen. Das heißt also, hier wurde das Training abgeschlossen und das sind die finalen Gewichtungen dazu. Die Datei Last Weights hat eine besondere Bedeutung. Und zwar, wenn ihr eine Unterbrechung hättet im Training, beispielsweise durch einen Stromausfall oder irgendwas hat sich aufgehängt und ihr müsst das Training neu starten, dann würdet ihr das normalerweise von Anbeginn an starten. Und da hilft euch hier die Datei Last Weights. Das heißt, damit seid ihr in der Lage, die letzten Gewichtungen, die trainiert worden sind, als Startpunkt für das neue Training zu benutzen. Das zeige ich euch auch gleich nochmal im Detail, wie das ausschaut. Dann kann man da ein Training wieder aufsetzen. Das ist jetzt hier bei diesem Training nicht so spannend, weil das jetzt auch insgesamt nicht so lange gedauert hat. Aber wenn ihr natürlich ein Training habt, was unter Umständen sehr lange dauert, vielleicht sogar mehrere Tage dauert, abhängig von den Daten, die ihr zu verarbeiten habt, dann könnt ihr froh sein, natürlich, wenn sowas passiert und ihr habt dann diese Datei, dann habt ihr die Zeit halt eben nicht verschwendet. So, damit können wir jetzt arbeiten. Das heißt also, mit der Autorennbahn-final.weights, damit habt ihr jetzt euer Modell, mit dem ihr dann auch die entsprechende Erkennung dann durchführen könnt. Ihr erinnert euch, wir haben uns ja noch eine Datei angelegt, um festzustellen, wie lange hat eigentlich das Training gedauert. Die können wir uns natürlich auch mal anschauen. Und zwar haben wir die direkt unter Root angelegt, im Home-Verzeichnis. Und die nennt sich Autorennbahn. Ihr seht, ich habe jetzt also hier an einem Sonntag trainiert, um 10.53 Uhr am Morgen gestartet und um 16 Uhr und 6 Minuten deutscher Zeit war das Training dann beendet. Das nochmal so als reine Information. Das heißt, die gesamte Trainingsdauer liegt bei etwa knapp über 5 Stunden. Der dritte Teil ist vorbei. Ich hoffe, ihr wart in der Lage, auch hier euer Training erfolgreich zu starten oder vielleicht sogar schon zu beenden.
Ihr solltet jetzt in der Lage sein, grundsätzlich zu verstehen, welche Konfigurationsparameter gibt es, wie wirken die sich aus auf das entsprechende Training und wie wird das Training dann auch durchgeführt. Welche Ausgaben gibt es und kann ich dort schon sehen, ob ich in der richtigen Richtung unterwegs bin. Ob ihr das seid, sehen wir in Teil 4, wenn es darum geht, auch wirklich das Training zu bewerten und zu schauen, wie gut ist eigentlich die Qualität von dem, was wir jetzt gemacht haben. Insofern, weiter geht's mit Teil 4 der Serie.